Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video auf meinem Kanal. Ich mache mal die Cam ein bisschen weiter hier rüber. Erstes Video zur Formel 1 2022 und in diesem Video soll es erstmal darum gehen, die fünf ersten Schritte, die ihr machen müsst, damit ihr dann später auf der Strecke nicht einfach eine böse Überraschung bekommt oder im Nachhinein noch was ändern müsst. Punkt 1, den ich nennen möchte, ist ein bisschen versteckt im ersten Moment unter Zugänglichkeit. Da gibt es nämlich den EA Music Modus, da könnt ihr ändern, ob ihr die Soundtracks vom Spiel hören wollt oder wie ich, habe ich auf Thema umgestellt. Das ist diese Standardmenü-Hintergrundkulisse. Die hört ihr dann wahrscheinlich auch gleich. Und da könnt ihr schon mal einstellen, wie ihr das Ganze für euch so ein bisschen besser machen wollt. Dann Punkt 2, da geht es natürlich eher in die Spieloptionen. Gehen wir hier in die Einstellungen. Rechts oben seht ihr den Rennstil. Auch wenn ihr einmal die Woche spielt, auch wenn ihr zweimal die Woche nur Liga fahrt, stellt den Modus auf Experte. Das hat nur damit was zu tun, wie viele Menüpunkte euch angezeigt werden. Das kann man perfekt demonstrieren, indem wir in die Fahrhilfen gehen. Ich habe jetzt mal den Modus Gelegenheitsrennfahrer ausgewählt. Jetzt gehen wir in die Fahrhilfen und sehen, ich kann nur den Lenkassistenten irgendwie auswählen. Traktionskontrolle ist automatisch drin, ABS ist drin, die Ideallinie ist drin und so weiter. Klicken wir jetzt den Rennstil weiter, haben wir plötzlich die Auswahl auf alles, was wir so kennen. Wobei sich hier Standard und Experte gar nicht unterscheidet. Aber das Gleiche gibt es auch in den Simulationseinstellungen, wenn ihr in der Lobby seid, wo ihr einstellen könnt, gibt es den Autoschaden, Simulation oder Normal, Standard, Safety Car und so weiter. Das könnt ihr alles nicht einstellen, wenn ihr auf Gelegenheitsrennfahrer seid. Deswegen stellt es einfach auf Experte und dann sind wir da dabei. Im gleichen Punkt stellt natürlich eure Fahrhilfen ein. Ich würde für den ersten Schritt, da wir noch nicht alle wissen, wie das Handling hundertprozentig funktioniert. Stellt es so ein, wie ihr im letzten Spiel gefahren seid. Bei mir ist natürlich dann dementsprechend hier alles aus. Shift-Hilfe an. Natürlich aus. Boxenstopp. Auf Elite ist das... Jetzt ist alles aus. Komisch. Also, der erste Punkt, ihr könnt die Musik einstellen. Der zweite Punkt... Stellt eure Fahrhilfen ein, damit ihr dieses Grundgerüst schon mal habt. Dann natürlich gehen wir auf die Bildschirmanzeige und da guckt ihr an, was ihr einstellen wollt. Also kmh, Grad in Celsius, dann habe ich zum Beispiel gerne die komplette Streckenkarte, weil ich sehen möchte, wo alle auf der Strecke unterwegs sind. Ob ihr das Delta haben wollt, der virtuelle Rückspiegel, den permanenten Session Timer, dann seht ihr immer, wie viele Minuten noch sind. Habt ihr das auf Aus, seht ihr nur... Die letzten 5 Minuten sind es, glaube ich, immer pro Session. Also ihr fahrt dann auf der Strecke, wisst gar nicht, wie lange die Session noch geht. Im Quali ist es natürlich sehr unangenehm. Und dann beginnt ihr eure Runde und dann seht ihr vielleicht gerade dieses 5-Minuten-Ding aufploppen und dann werdet ihr eher in die Box gegangen und eure Reifen holen, wie auch immer. Deswegen das auch auf jeden Fall auf Anmachen. Also das ist dann der dritte Schritt. Eure Bildschirmanzeigen einstellen. Die Audioeinstellungen lasse ich jetzt eher weg. Das ist so ein... Ja... Ist euer eigenes Ding, also wie laut die ganzen Sachen sein sollen, ob euer Ingenieur laut sein soll und so weiter. Das Wichtige hier vielleicht ist, es gibt noch den Parksensor-Sound für die Einführungsrunde, denn man muss ja jetzt manuell in die Parklücke reinfahren oder in die Parklücke, in die Startaufstellungsposition und dann hört ihr, je näher ihr ans Ziel fahrt, umso mehr piepst es und dann habt ihr noch mehr Indikator als nur diese Meteranzahl auf Bildschirm zu sehen. Das ist aber standardgemäß auf An und den Hochschallton gibt es natürlich auch. Wenn ihr vielleicht Anfänger seid mit dem manuellen Getriebe, hört ihr einen Ton, wann ihr im besten Falle hochschaltet. Das gibt es natürlich auch immer noch. Der vierte Punkt ist natürlich die Steuerung, das heißt euer Lenkrad-Controller, wie auch immer. Und da hat sich auch nicht viel getan. Manche Knöpfe waren bei mir tatsächlich anders. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier drauf gucke, sehe ich auch, dass er... meine Einstellungen nicht... Da sind wir. Genau. Also die Knöpfe und so weiter ganz normal neu belegen. Ihr klickt eins an und dann drückt ihr zum Beispiel auf dem Gaspedal auf Gas. Dann ist es drin. Also da hat sich auch nichts geändert. Bei der Kalibrierung gibt es die bekannten Punkte. Und beim Force Feedback auch. Da gibt es jetzt unten noch den maximalen Lenkeinschlag von Supercars. Ich weiß nicht ganz genau, 900 da realistisch ist. Das muss ich mal gucken, ob ich das dann auch aufs 360 runterstelle, einfach für die Lenkbarkeit. Aber das kommt dann alles in einem separaten Video.
Und das war dann der vierte Punkt. Das heißt, ihr stellt euer Lenkrad ein. Und dann der fünfte und letzte Punkt. Da gehen wir dann natürlich auf eine Strecke. Denn es sind die Kameraeinstellungen, die ihr machen müsst. Und jetzt mal ganz kurz. Das heißt, ihr geht einfach auf die Strecke. Dann halten wir mal kurz an. Rutschen gefühlt ewig weit, aber gut. Und dann geht ihr auf die Einstellungen und dann natürlich Kameraanpassung. Das sind meine Einstellungen Stand heute. Heute ist Release. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen, aber ich denke, da werde ich auch heute und in den nächsten Tagen noch ein bisschen feinjustieren und dann nochmal ein separates Video drüber machen. Wie, wo, was. Da seht ihr auch, ich habe hier noch gar nichts gemacht. Erstmal die TV-Kamera so ein bisschen angepasst. Ansonsten gibt es die ganz normal Flügelfront, Front Alt, auch eine gute Bezeichnung, Cockpit, TV-Kamera versetzt, Verfolgung nah und Verfolgung weit. Genau. Also diese fünf Dinge solltet ihr in dem Moment einstellen, wenn ihr das Spiel zum ersten Mal startet. Und auf die restlichen Sachen kommen wir dann in den anderen Videos. Und jetzt noch das andere Beispiel, was ich vorhin erwähnt habe. Jetzt in den Simulationseinstellungen seht ihr Autoschaden aus und so weiter. Das würdet ihr nicht sehen, wenn ihr rechts oben Gelegenheitsrennfahrer drin hättet. Aber wir haben es ja auf Experte geändert, deswegen sieht man das dann. Und wenn ich nochmal kurz gucke, nee, den Rest kann man erstmal ignorieren und so kann man dann auf jeden Fall erstmal Spaß haben. Das war's vom ersten Video. Danke fürs Zuschauen und wir hören und sehen uns in den nächsten Videos. Bis dahin. Ciao, ciao.